the host city of the Games of the 33rd Olympiad, Paris 24. Passion. Fünf Ringe, miteinander verschlungen in Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Sie sind das Symbol für die fünf Erdteile, die da alle vier Jahre zusammenkommen. Zum größten Sportspektakel der Welt. Zu Olympia. Für die einen Sinnbild für sportliche Höchstleistung, für den Wettkampf zwischen AthletInnen aus aller Welt. Ein riesiges Fest. Für die anderen ein umweltschädliches Mega-Event, wo es schon lange nicht mehr um den Sport geht. Eine Kommerzmaschine. Tja, und dann finden diese Olympischen Spiele plötzlich vor deiner Haustür statt. In Paris. Und du bist mittendrin. Ich bin Romy Straßenburg, Journalistin und seit 16 Jahren Wahlpariserin. Ich erzähle euch, wie Paris olympisch wird, wie sich die Stadt verändert, was die Menschen bewegt, begeistert und beunruhigt. In fünf Folgen nehme ich euch mit zu Orten und Akteuren dieser Spiele. Ihr hört Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Und das hier ist Folge 4. Offen für alle? Zur französischen Geschichte gehören natürlich Revolutionen. Immerhin fand hier die wohl berühmteste statt. Aber das ist schon einige Tage her. Damals, 1789, wurde die Marianne zur Nationalfigur, zu einer Allegorie für die Französische Republik. Die Marianne taucht auch im Olympia-Logo von Paris auf, angedeutet als Silhouette in Form einer lächelnden Flamme vor rundem goldenen Hintergrund. Klar, das soll eine Medaille darstellen. Dieses Logo ist zugegeben ziemlich ausgefuchst, zumal die Schriftart im Art Deco-Stil gehalten ist, was daran erinnert, dass die letzten Sommerspiele in Paris 1924 stattfanden, auf dem Höhepunkt dieser Stilbewegung. Jetzt, 100 Jahre später, soll es eine ganz andere, symbolische Revolution geben. Zum ersten Mal in der Geschichte teilen sich die Olympischen und Paralympischen Spiele ein und dasselbe Logo. Das französische Organisationskomitee hat von Anfang an klargemacht, für uns gehen beide Veranstaltungen Hand in Hand. Die Paralympics, die das erste Mal 1960 stattfanden, sollen nicht mehr nur im Schatten der großen Spiele stattfinden, sondern selbst richtig groß zelebriert werden. Um eines zu zeigen: Verschiedenartigkeit ist eine Stärke. Es braucht mehr Inklusion für Menschen, die wegen einer Behinderung ausgegrenzt werden. Aber nicht nur das. Die Spiele möchten insgesamt für Vielfalt, für Inklusion stehen. Denn auch ZuschauerInnen und SportlerInnen, die sich der LGBTQ-Community zugehörig fühlen, sollen sich bei den Spielen wohl und sicher fühlen. Kurzum, die Spiele sind offen für alle. Darum soll es in dieser Folge gehen. Und erstmal hören wir nochmal Tony Estanguet, den Präsidenten der Olympischen und Paralympischen Spiele. Paris 2024 wird wirklich ein Zeichen setzen. Wir wollen, dass die Paralympischen Spiele mit genau der gleichen Ambition durchgeführt werden wie die Olympischen. Angefangen beim Logo. Das war für mich wichtig, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele das gleiche Logo für die Paralympics und die Olympischen Spiele benutzen. Dann ging es auch um die Wettkampforte. Und auch da haben wir uns hohe Ziele gesetzt, nämlich, dass auch bei den Paralympics Wettkämpfe unter dem Eiffelturm stattfinden können. Dort wird Parafußball gespielt. Auf der Esplanade beim Invalidendom wird das Bogenschießen stattfinden und in den Gärten von Versailles der Para-Reitsport. Das heißt, wir bringen die schönsten Orte des französischen Kulturerbes mit dem Parasport zusammen und schaffen die besten Bedingungen, damit die Leistungen der Sportler wirklich auf hervorragende Weise gewürdigt werden kann. Ich habe eine Hoffnung, wenn die Abschlussfeier der Spiele beendet ist, dass wir dann Lösungen gefunden haben werden, damit mehr Franzosen mit und ohne Behinderung sportliche Momente teilen können. Ich selbst bin durch Sport zu dem geworden, was ich bin. Ich weiß, dass Sport das Leben von vielen Menschen verändert hat.
Und jeder muss dabei seine Rolle spielen. Die Sportwelt, die öffentliche Hand, der Staat, die privaten Partner, Unternehmen, alle müssen zusammenarbeiten, damit so viele Menschen wie möglich sich sportlich betätigen. Das ist die nächste große Herausforderung. Wow, ganz schön starke Worte. Aber was bedeutet Inklusion eigentlich? Im täglichen Sportleben? Was ist entscheidend dafür, dass man das Gefühl hat, willkommen zu sein, teilhaben zu können? Für die Spiele 2024 hat sich Paris das Thema Barrierefreiheit groß auf die Fahnen geschrieben, l'accessibilité. Also die Möglichkeit für alle, ob ZuschauerInnen oder SportlerInnen, problemlos an den Spielen teilzunehmen. Auch hier dreht es sich nicht nur darum, was während der Spiele passiert, sondern auch, was die Spiele hinterlassen, das Erbe. Und ich habe viele meiner GesprächspartnerInnen, die ihr schon in den letzten Folgen gehört habt, nach der Bedeutung der Paralympics gefragt. Zum Beispiel Marie Barzac. Sie kümmert sich im Organisationskomitee darum, dass etwas übrig bleibt von den Spielen. À Paris 2024, on est évidemment convaincu que le sport est un formidable outil pour faire face aux défis de notre société. Für Paris 2024 sind wir absolut davon überzeugt, dass Sport ein fantastisches Instrument zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Gesellschaft ist. Und vorneweg steht die Inklusion. Wir wissen, dass wir durch die Organisation der Paralympischen Spiele die Möglichkeit haben, die Einstellung der Bevölkerung zum Thema Behinderung zu ändern. Wir haben viel mit Schulen zusammengearbeitet, um unsere Sicht auf behinderte Menschen zu ändern, indem wir den Parasport und die Paralympiken sichtbar gemacht haben. Wir haben mit den Schülern viel zum Thema Inklusion gearbeitet, um ein besseres Zusammenleben zu ermöglichen. Auch Slimane Tirera hat über die Paralympics gesprochen. Ihr erinnert euch? Er arbeitet in der Banlieue, im Moment für das Comité d'Organisation des Jeux, also das Organisationskomitee der Spiele. Er kümmert sich darum, dass die Banlieues von den Spielen profitieren. Gerade in den abgehängten Vorstädten ist es nicht immer leicht, Platz für Behindertensport zu finden. Deswegen müsse man die Spiele nutzen, um auch hier mehr zu tun, glaubt Slimane. Oui, parce qu'il y a aussi dans les habitants de Seine-Saint-Denis des habitants et des habitantes qui sont en situation de handicap, même dans leur famille. Natürlich sind auch unter den Einwohnern von Seine-Saint-Denis Menschen, die eine Behinderung haben. Und wir haben paralympische Athleten und Athletinnen, die gerade versuchen, sich zu qualifizieren oder schon qualifiziert sind. Und natürlich ist es da wichtig, dass diese Menschen wie alle anderen Menschen in Frankreich leben können. Das heißt, auch sie wollen Wettbewerben beiwohnen, trotz ihrer körperlichen Einschränkungen. Sie wollen Sport treiben können, dort, wo es für sie keine Barrieren gibt. Das verbessert ihre Lebensqualität. Und natürlich wollen sie Bus fahren, öffentliche Verkehrsmittel und Bürgersteige benutzen. Durch die Spiele wird sich vieles beschleunigen, was es für Barrierefreiheit braucht. Taxis oder Ubers zum Beispiel werden sich bemühen, ihr Angebot barrierefrei zu machen. Das heißt, ohne die Spiele hätte es diese Beschleunigung des Umbaus hin zur Barrierefreiheit nicht gegeben. Barrierefreiheit, die den Menschen zugutekommt. Man hat das jetzt für die Athleten und Touristen gebaut. Aber das bleibt natürlich alles den Bewohnern erhalten. Wie baut man überhaupt? Also, damit alle Menschen und auch jene mit körperlichen Einschränkungen bei den Spielen dabei sein können. Um das herauszufinden, bin ich einmal quer durch die Stadt gefahren. Und ehrlich, wenn man in Paris unterwegs ist, ob auf dem Bürgersteig oder in der Metro, da will man sich gar nicht vorstellen, wie es sein muss, all das zum Beispiel im Rollstuhl zu absolvieren. Oder wenn man Probleme beim Sehen hat. Die Stadt ist unübersichtlich. An allen Ecken werden die Straßenverläufe geändert, die Bordsteine und Pflaster sind alt und Fahrstühle gibt es in der Metro nur sehr, sehr selten. Es ist eben eine alte, zugegeben sehr schöne, anmutige Stadt, nur leider extrem unpraktisch. Wenn ich in Berlin bin, dann fällt mir das sofort auf. Da ist Barrierefreiheit viel einfacher umzusetzen. Es gibt Platz, Freiflächen und mehr Fahrstühle. Paris hat sich für die Paralympics zum Ziel gesetzt, dass die AthletInnen und ZuschauerInnen sich immerhin an den Wettkampforten und im Olympischen Dorf wohlfühlen. Wie man das hinbekommt,
Das habe ich jemand gefragt, der sich damit auskennen muss. Aber er stellt sich am besten mal selbst vor. Je m'appelle Pierre-Antoine Lera. Je travaille en tant qu'expert accessibilité à la Sovideo, donc la société livraison des ouvrages olympiques. Ich heiße Pierre-Antoine Lera und ich bin Experte, was die Barrierefreiheit angeht, bei Solideo, der Baugesellschaft, die alle olympischen Gebäude anfertigt. Sie kümmert sich um die Infrastruktur und die Bauten, die anschließend weitergenutzt werden. Meine Rolle dabei ist es, dafür zu sorgen, dass alles, was wir bauen, alles, was wir gestalten, für alle nutzbar und so komfortabel wie möglich ist. Natürlich gilt das vor allem für Menschen mit Behinderung, die häufig Schwierigkeiten haben, weil ihre Umgebung nicht genug ihren Bedürfnissen entspricht. Das war also meine Mission von Anfang an. Die Art, wie wir alle diese Projekte erdacht haben, betraf natürlich wirklich zunächst die Organisation der Olympischen Spiele und der Paralympischen Spiele in Paris. Aber wir sahen darin auch eine Art Sprungbrett. Das heißt, dass wir die Gelegenheit nutzen wollten, um noch weiter zu gehen und uns zu fragen, was wird traditionell beim Thema Barrierefreiheit gemacht, aber danach eben auch ein Erbe zu hinterlassen an 6 Großprojekten, die besonders gut durchdacht sind und die als Modell dienen könnten, wie man baut. Und auf der anderen Seite auch herauszufinden, wo sind wir noch nicht weit genug gekommen und warum, um uns dann zu fragen, wie wir es stattdessen machen sollten. Wenn man sich jetzt mal die Vergangenheit anschaut, was waren denn die Dinge, die da falsch gemacht wurden? Wo gab es für Paralympiken die meisten Verbesserungen vorzunehmen, die meisten Schwierigkeiten? Alors, ce que nous avait dit la commission des athlètes. Der Athletenverband und das französische Paralympische Komitee haben uns gesagt, dass es vor allem darum ging, wie man sich jeweils vor Ort fortbewegen kann während der Paralympics. Denn da können natürlich die meisten Probleme entstehen, wenn Menschen im Rollstuhl von A nach B kommen wollen und dafür mehr Platz und mehr Zeit einplanen müssen. Es gibt diese Anekdote über Rio, glaube ich, dass es dort extrem schwierig war, ins Restaurant des Athletendorfes zu kommen, sodass richtige Staus entstanden sind, wo Leute im Rollstuhl feststeckten und eine Viertelstunde brauchten, um überhaupt reinzukommen. Da entstanden richtige Engpässe. Aber dann ist natürlich auch jeder Ort anders. Man muss also einerseits versuchen, Fehler aus der Vergangenheit nicht nochmal zu begehen und gleichzeitig bei sich selbst schauen, wo Fehler passieren können. Denn bei uns gab es auch Dinge zu beachten, die für andere Spiele gar nicht wichtig waren. An die Wand sind mit einem Beamer Fotos projiziert. Wir schauen sie mit Monsieur Lerat an. Das Olympiadorf im Bau. Ein riesiges Areal, 52 Hektar, mit Platz für über 14.000 AthletInnen. Es gibt eine medizinische Klinik, eine Apotheke, eine Post, einen Supermarkt, sogar einen Friseur und ein gigantisches Restaurant, das rund um die Uhr geöffnet hat. Wir schauen uns gemeinsam Karten an. Pläne. Denn ich will verstehen, wo man ansetzen kann beim Bauen. Bauen, das inklusiv sein will. Ich sehe also vor allem viel helle Wege, schnörkelig oder wie ein ewig langes Zickzack auf den Drohnenbildern. Brücken, die von oben an die Olympiaringe erinnern. Das sind natürlich Rampen, erzählt mir Pierre-Antoine. Er zeigt auch jede Menge Fotos mit Bänken aus Holz und Metall. Jeder Zentimeter sei durchdacht und angepasst. Ehrlich gesagt, ich habe mich mit barrierefreier Architektur wirklich noch nie beschäftigt. Aber mir wird schnell klar, dass es da um jeden kleinen Bewegungsablauf geht. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man ständig im Alltag darauf achten muss, wie man vorankommt. Sich damit zu beschäftigen, kann wirklich den Blick darauf ändern. Das ist ein Riesenprivileg, nicht ständig blockiert zu sein, gerade im öffentlichen Raum. Dazu sagt Pierre-Antoine, eine der großen Herausforderungen ist die Gestaltung des öffentlichen Raums. Klar, während der Spiele selbst, aber natürlich auch für das, was wir hinterlassen. Wir haben uns da besonders 3-4 Punkte angeschaut, die wir interessant fanden und von denen wir denken, dass sie durchaus nachahmenswert sind. Zum einen geht es darum, wie man mit Höhenunterschieden umgeht. Denn das sieht man gut beim Olympischen Dorf. Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt, da liegen 15 Meter auf einer 50 Hektar großen Fläche. Und wir haben unseren Architekten und Urbanisten gesagt, sucht nach Lösungen, die für alle einen Gewinn bedeuten. Konstruiert Rampen, die interessant sind.
Aber wir haben auch Terrassen an den Seiten geschaffen, sodass diese Rampe einen Rhythmus bekommt, in der Art, wie man sie nutzt. Und wenn die Leute hier entlang spazieren, werden sie sagen, hey, das ist toll. Aber nicht sofort denken, ah, das ist doch für Leute, die nicht Treppen steigen können. Diese Vision wollten wir uns zum Maßstab machen. Dann ging es auch um die Möbel. Um es mal etwas grob auszudrücken, wir wollten kein medizinisches Equipment im öffentlichen Raum haben. Auch wenn es da natürlich Dinge gibt, die sehr gut designt sind. Aber wir dachten an etwas mehr Universelles, sodass eben auch die Designelemente attraktiv sind. Und dann haben wir sehr viel Arbeit in alle Signalsysteme gesteckt. Klar, das betrifft erstmal alle Menschen, um sich zurechtzufinden. Aber auch hier gibt es darüber hinaus Personen, die orientieren. Orientierungsschwierigkeiten haben, die Probleme mit dem Sehen haben. Wir haben eine Innovationspartnerschaft ins Leben gerufen und eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt hat, von der Erforschung bis zur Entwicklung, und haben versucht, ein Signalsystem zu bauen, das verschiedene Sinne anspricht, wo es also nicht nur darum geht, etwas zu sehen oder Text zu lesen, aber andere Sinne mit einzuspannen. Ich schaue mir richtig viele Beispiele an. Das schärft den eigenen Blick. Klar, Armstützen auf geeigneter Höhe, aber auch Zonen mit wenigen visuellen und akustischen Eindrücken. Denn es gibt natürlich SportlerInnen, die neurodivers sind. Das heißt, die besonders sensibel auf Reize reagieren können. Und ich verstehe auch, was es heißt, sich in so einem großen neuen Areal zurechtfinden zu müssen. Dort existieren zum Beispiel Tafeln, an denen man sich die Verfasstheit des Raumes wie bei einer Blindenschrift einprägen kann. Pierre-Antoine zeigt mir noch mehr. Dieses Mal aus den Stadien. Besondere Tribünen für ZuschauerInnen im Rollstuhl, klar. Aber in Paris hat man gleich mal für alle Umkleidekabinen so gebaut, dass es modellierbare Elemente gibt. Wenn man sich zum Beispiel im Sitzen umziehen muss. Oder wenn man barrierefrei duschen will. Ich habe das Gefühl, dass echt viel getan wurde. Von Seiten der Architektinnen. Allerdings erinnere ich mich auch an David Billiard. Ihr wisst, Folge 2. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass für viele Pariser RollstuhlfahrerInnen zum Beispiel Busse das wichtigste Verkehrsmittel sind. Und gerade Buslinien, die werden während der Spiele umgeleitet. Damit kommen nicht mehr so viele Menschen einfach an ihr Ziel. Aber wie schon so oft bei meinen Interviews, die Bilanz ist gemischt. Es gibt große Ambitionen, aber auch viele Fragen. So sieht das auch Jadeline Gard vom Investigativmedium Mediapart. Ich frage sie nach ihrem Blick auf die Paralympics. Le discours des JO de Paris 2024 est vraiment chouette. Ils essaient de beaucoup mettre en avant les Jeux paralympiques. Was da erzählt wird, rund um die Spiele in Paris, das klingt wirklich toll. Es wird versucht, die Paralympischen Spiele wirklich sichtbar zu machen, den Athleten der Paralympics Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist wirklich super. Aber es reicht nicht, 2 Wochen lang während der Veranstaltung eine Kommunikationskampagne zu fahren. Dahinter müssen richtige Inklusionsprogramme stehen. In Frankreich ist das Angebot an solchen Projekten nicht ausreichend. Es gibt viel mehr Bedarf. In meiner Stadt zum Beispiel in Aubervilliers, da gibt es zahlreiche Sportclubs, aber es gibt kaum Platz für Menschen mit Behinderungen. Da gibt es wirklich großen Bedarf an besserer Ausstattung, an Material für den Behindertensport, Bedarf an Trainern, an Betreuern. Es gibt schon Gutes und es werden Mittel aufgewendet. So ist ein Gebäude entstanden, das sich Le Prisme nennt und für die Olympischen und Paralympischen Spiele gebaut wurde. Klar, das wird erhalten bleiben. Also muss man fairerweise sagen, dass es nicht nichts ist. Aber wir haben so einen großen Nachholbedarf, dass das nicht ausreichen wird. Es ist ein guter Anfang. Es ist schon mal gut, dass so darüber geredet wird. Aber natürlich brauchen wir mehr als nur Sonntagsreden. Wir brauchen wirklich mehr Ressourcen. Aber Jade bringt mich noch auf ein anderes Thema, an das ich gar nicht gedacht hatte. Es gibt natürlich eine riesige Lücke zwischen dem, was kommuniziert wird, und dem, was letztlich in der sportlichen Praxis im Alltag passiert. Ich nehme ein kleines Beispiel. Vor kurzem war der Ramadan und von vielen aus der muslimischen Community hier wird er auch praktiziert. Die Muslime sind wichtig für Frankreich, sie sind Teil unserer kulturellen Vielfalt. Und wir haben viele Fußballclubs erlebt, die Spieler nicht eingesetzt haben, weil sie das Fastenbrechen während eines Spiels einplanen wollten. Spieler, die forderten, dass die Halbzeitpause länger dauern sollte, weil es der erste Moment des Tages gewesen wäre, an dem sie etwas essen dürften. Genauso gab es Spieler, die ausgeschlossen wurden oder die abgestraft wurden, weil sie in Sporthallen ihren Gebetsteppich ausrollen wollten.
Das hat natürlich nichts mit den Olympischen Spielen zu tun. Aber was ich meine ist, dass es in der französischen Sportwelt noch immer sehr viel Diskriminierungen gibt. Rassistische Diskriminierung und religiöse. Da braucht es schon mehr als nur die Olympischen Spiele, um das zu ändern. Es wäre zum Beispiel interessant, im französischen Sport in Programme zu investieren, um die Islamophobie zu bekämpfen und den Rassismus. Soweit ich weiß, ist das nicht der Fall. Das ist bedauerlich. Klar, es ist schon verdammt schwierig, bei so vielen Nationen, verschiedenen Kulturen, Religionen und Einstellungen gemeinsame Regeln zu finden. Und auch was Toleranz und Offenheit angeht, sind ja längst nicht alle vertretenen Regierungen auf dem gleichen Niveau. Das gilt auch beim Thema LGBTQ, also die Community, zu der sich Menschen gehörig fühlen, die sich jenseits von binärer, heteronormativer Norm definieren. Um ihnen Offenheit zu zeigen, ist das Projekt Pride House entstanden. Das gab es schon bei den letzten Spielen in Tokio. Hier sollen Menschen aufgeklärt und ermutigt werden. Vor allem wollen sie mehr Sichtbarkeit. Eine der BotschafterInnen des Pride House ist Amazine Leti. Sie war einst Bodybuilderin und ist die erste asiatische LGBTQ-Athletin, die sich heute nach Ende ihrer Sportkarriere für die Anerkennung und die Rechte von SportlerInnen einsetzt. Ich habe sie im Rosa Bonheur getroffen. Das ist ein Hausboot auf der Seine. Das Boot darf bleiben während der Spiele. Und auch die anderen Péniches. Dafür haben die Bewohner dieser Hausboote, die wirklich zum Stadtbild gehören, lange gekämpft. Nun haben sie beste Aussicht auf das Spektakel, auf die Eröffnungsfeier. Da wird ja auf der Seine über mehrere Kilometer zelebriert. Das Rosa Bonheur ist ein ziemlich mythischer Ort. Hier wird Vielfalt gefeiert und stereotype Geschlechterrollen werden feiernd zu Fall gebracht. Und so hat mir Amazine die Bedeutung des Projektes Pride House erklärt. You can't take, you know, the politics out of sports and, you know, the IOC, the Olympics. Man kann die Politik nicht aus dem Sport heraushalten. Und das IOC und die Länder, die die Spiele ausrichten, so wie jetzt Frankreich, die haben eine Verantwortung, um Gleichberechtigung nach vorn zu bringen. Sie haben eine Verantwortung, mit Regierungen in Dialog zu treten. Denn die Präsidenten, Botschafter und die Athletinnen werden nach Frankreich kommen, in ein Land, wo sie offen sie selbst sein können. Und all diese Sportler, die haben nicht die gleiche starke Stimme in ihren Ländern, wie Frankreich sie hat, um sich dort hinzustellen und zu sagen, LGBTQ-Athletinnen sind BürgerInnen, genau wie alle anderen es sind. Sie sollten nicht als Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Sie sollten stolz sein können, auf dem Spielfeld und überall. Wir müssen denen eine Stimme geben, die keine haben. Können Sie sich vorstellen, dass es für manche Sportler auch gefährlich ist, mit dem Pride House in Verbindung gebracht zu werden? Dass sie also gar nicht ihre eigene Identität zeigen wollen? Viele Länder haben sehr harte LGBTQ-Gesetze, die bis hin zu Gefängnisstrafen gehen können. Und allein der Gedanke, das Pride House zu betreten, macht vielen Angst. Denn die Frage ist ja, wird man dabei gesehen? Und was kann passieren, wenn man dann wieder zurück in seinem Land ist? Aber genau deswegen ist das Pride House so wichtig. Allein um diese Sichtbarkeit zu bekommen und den Athletinnen das Signal auszusenden, auch wenn ihr euch nicht traut, herzukommen, wir sind da und wir kämpfen für eure Rechte im Alltag. Als ich als Bodybuilderin an Wettkämpfen teilnahm, sah ich nie jemanden, der so aussah wie ich. Und die Bodybuilding Federation hat sehr deutlich gemacht, dass es keinen Platz für LGBTQ-Athleten gibt. Deshalb hatte ich nie das Gefühl, dass ich auf und neben dem Spielfeld jemals ich selbst sein könnte. Es gab für LGBTQ-Sportler noch nicht die Interessenvertretungen, die es heute gibt. Ich hatte kein Netzwerk, das mir helfen konnte. Wir hatten keine Sportorganisationen, die die LGBTQ-Community unterstützen. Und ich kenne so viele Athleten, die bei den Sommerspielen in Paris antreten werden und denen es genau so geht. Deshalb ist das Pride House so wichtig. Deshalb brauchen wir bei Olympia immer solch ein Pride House. Und Frankreich muss diese Hoffnung ausstrahlen.
muss dafür sorgen, dass hinterher etwas übrig bleibt. Denn es kann das Leben einer Person völlig verändern, wenn sie endlich das Gefühl hat, gesehen zu werden und sich das erste Mal selbst so sehen darf. Was Amazin für Olympia einfordert, das Einstehen für die eigenen Rechte, das passiert mittlerweile in vielen Sportvereinen. Zumindest eben in Ländern wie Deutschland und Frankreich. Dort setzen sich Vereine für Diversität ein und bieten den SportlerInnen Räume, in denen sie sich entfalten können, in denen sie sicher sind. In Paris gibt es einen Fußballverein, der das seit über 10 Jahren möglich macht, der sich ganz aktiv für die Rechte von LGBTQ-Personen einsetzt. Ich habe das Team bei einem Training besucht. So, jetzt bin ich hier gerade aus der Tram raus und laufe in Richtung Centre Sportif Louis Lumière. Und da wartet jetzt Nathanael auf mich. Ich habe nur die Nachricht bekommen, ich trage ein blaues Käppi und ein Deutschland-Fußball-Trikot. Bin ich schon mal gespannt. Auf jeden Fall geht's jetzt zum Training von einem Verein, die nennen sich Les Dégommeuses. Und was dahinter steckt, das erfahre ich gleich. Bah, merci de venir me chercher. Hein? Bah, avec plaisir. Est-ce que je peux installer le petit micro? Ouais, ouais, pas de souci. Alors, on va faire ça et. Hello, ça va? Bah, ouais, ça fait un bail. Deux fois, vous voyez combien de personnes êtes-vous? Alors, il y a 2 entraînements par semaine. Wir trainieren 2-mal die Woche, Montagabend mit unserer Coach Sarah. Und am Mittwoch gibt es ein freies Spiel. Da kommt es dann immer darauf an, wie viele kommen. Wir machen Teams mit 7 Leuten und spielen gegeneinander. Les Dégommeuses, ça fait un peu secret. Les Dégommeuses, on sait pas trop. Name. Es klingt ja so ein bisschen geheimnisvoll. Voilà. Sowas wie die Wegradiererinnen. Was wollt ihr damit sagen? Also, die Idee von unserem allerersten Team, das ja schon vor 10 Jahren von Cécile Chartrand gegründet wurde, war es, eine Mannschaft zu haben, die alle Klischees ausradiert, vor allem sexistische Klischees. Also, unser Anliegen ist es, den Sexismus auszuradieren, den Rassismus und alle Formen von Diskriminierung. Was man halt so auf einem Fußballfeld antreffen kann, aber natürlich auch außerhalb. Und ihr hattet von Anfang an gleich eine politische Botschaft? Ah oui, l'idée de la création de l'équipe, c'était déjà un acte politique. Et d'ailleurs, le premier acte politique, c'est de venir sur un terrain de foot. Ja, total. Allein die Gründung des Vereins war für uns ein politischer Akt. Und ganz ehrlich, die erste politische Geste ist doch schon, sich überhaupt auf ein Fußballfeld zu stellen. Und wir reden hier von 2012. Da sind die Dinge schon ein wenig in Bewegung geraten. Aber zusammenzukommen, auch mit Transpersonen und gemeinsam zu spielen, war politisch. Vor allem, weil Fußballplätze eine Bastion der Männlichkeit sind. Es geht also darum, sich zu zeigen auf dem Spielfeld und gesehen zu werden, beim Spielen gesehen zu werden. Zwischen Enthusiasmus, Sportbegeisterung und euren politischen Überzeugungen, wie habt ihr denn als Verein reagiert, als klar wurde, dass die Spiele hier stattfinden werden? Alors, salut, ça va? Salut. C'est vrai que c'est une question compliquée, c'est la question en fait, qui nous occupe et qui occupe. Das ist wirklich eine sehr komplizierte Frage. Es ist eigentlich die Frage überhaupt, die uns hier beschäftigt und die eigentlich auch alle auf der Welt beschäftigt, die humanistische Werte haben. Ich zum Beispiel, ich bekomme auch dieses Gleichgewicht nicht hin in dem, was ich denken soll. Von klein auf habe ich mit meinen Eltern die Spiele geschaut, bin mit ihnen groß geworden, die waren totale Sportfans. Ich bin sogar nachts aufgestanden, um mit meiner Schwester die Wettkämpfe zu schauen. Bilder vom Sport, die haben wirklich meinen Blick geprägt. Und als ich meine ersten Olympischen Spiele schaute, 2000, da habe ich auch begonnen, ein politisches Bewusstsein zu entwickeln. Besonders als Katie Freeman die olympische Flamme entzündet hat und meine Eltern mir erklärt haben, dass sie von den Aborigines abstammt und dass das ein Glücksfall für Australien ist, dass diese Frau dort auf dem Treppchen steht. Da habe ich verstanden, dass Sport politisch sein kann. Seitdem
Dagegen haben sich meine politischen Überzeugungen natürlich weiterentwickelt. Und besonders seit ich bei den Degomeus bin. Und ich habe verstanden, dass dieses Bild, das ich im Jahr 2000 gesehen hatte, dass das natürlich von Australien fabriziert wurde und über die Probleme hinwegtäuschen sollte, die überhaupt nicht gelöst waren. Mein Blick hat sich also geändert und es ist sehr, sehr schwer, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Liebe zum Sport, der Liebe, sich Sport anzuschauen und das zusammenzubringen mit dem Desaster auf menschlicher, auf ökologischer Ebene und der Verlogenheit der verantwortlichen Institutionen. Es ist wirklich kompliziert. Nathanael wird ganz sicher die Sportwettkämpfe verfolgen, so wie viele bei den Degomeus. Aber sie werden auch die Bühne nutzen, um für ihre Anliegen zu kämpfen. Immer wenn es die Gelegenheit gibt, werden sie auf die Straße gehen und Flagge zeigen. Und Nathanael hat mir noch einen anderen Gedanken mit auf den Weg gegeben. Ich finde ihn interessant. Warum müssen die Paralympics eigentlich nach den Olympischen Spielen sein? Warum kann man nicht beide Wettbewerbe mischen und gleichzeitig stattfinden lassen? Dann macht es ja wirklich keinen Unterschied, ob die Athletinnen eine Behinderung haben oder nicht. Klar, das ist ein riesiger logistischer Aufwand. Ich verstehe natürlich, dass es ganz pragmatische Gründe gibt. Allein die Zahl der Delegationen. Aber vielleicht könnte das ein Ansatz sein für kommende Spiele. Auf jeden Fall ist mir eins klar geworden. Inklusion ist eine verdammt müßige und manchmal kleinteilige Arbeit. Teilhabe ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt auch in unseren Ländern, in Frankreich und in Deutschland, Stimmen, die Hass verbreiten, die diskriminierend sind, rassistisch und die sich gegen Minderheiten wenden. Gerade deswegen sind die Olympischen und Paralympischen Spiele so wichtig. Sie können Zeichen setzen, sie können Symbole kreieren, sie können in die Welt strahlen. Apropos Welt. Klar, Olympia, das ist ein Ereignis, auf das die ganze Welt schaut. Und diese Welt ist derzeit ganz schön aus den Fugen geraten. Es toben Konflikte, Kriege, es gibt autoritäre Regime und viele Spannungen. Denn Sport ist doch immer politisch. Und das wird bei diesen Spielen besonders wichtig werden. Davon erzähle ich euch in der nächsten Folge. Von Olympia in Paris, Menschen, Medaillen und Milliarden. Ich bin Romy Straßenburg und das war Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf www.böll.de/podcasts und natürlich auf allen gängigen Plattformen. Diese Serie ist in Zusammenarbeit mit Marc Berthold und Mathilde Lanciot von der Heinrich-Böll-Stiftung Paris entstanden. Overvoice, Julika Herzog, Johannes Hamm und Jeremias Nussbaum. Tonmischung, Gauthier Amer. Au revoir und bis bald.